Herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider mit Arezo. Ich bin Arezo. Oh, da geht's lang. Wenn man den richtigen Pfeil nutzt. Upsi. Ja, den richtigen. Oh Gott. Ja, daran muss ich mich noch gewöhnen, dass die mehr als einmal explodieren. Das Heft eines alten Dolches wurde wohl aus Knochen geschnitzt. Ja, was können wir noch sehen? Die Klinge fehlt schon lange. Scheint ein Oberschenkelknochen zu sein. Nahezu sicher von einem Menschen. Vielleicht ist es eine Art rituelles Objekt. Ich finde es erstaunlich, dass er sofort erkannt hat, dass es ein Dolch mal war. Ich meine, dass es als Griff benutzt wurde, okay, ja. Aber als Dolchgriff? Ich sehe dafür keine wirklichen Indizien. Aber vielleicht wurden Knochen nur für Dolche verwendet. Dann könnte es einfach aus Erfahrung sprechen. So, hier sehen wir erst einmal nichts außer die Wand. Gut, dann gehen wir einfach mal durch die Wand. Am besten mit dem Kopf zuerst. Hallo? Ja, ist ja ein wenig benutzter Weg. Hier sollten eigentlich nicht zu viele Leute sein, ne? Oh, da unten haben wir was zum Einsammeln. Das heißt, wir werden das mal schnell einsammeln. Breitblattwandbesteigung. Mehrere Breitblattpfeile können in dieselbe Holzoberfläche geschossen werden. Ein roter Zielring zeigt Dinge an. Ich gehe noch mal kurz ein Stück weg. Vielleicht kommt dann das Tutorial zurück. Nö. Okay, egal. Wir wissen ja, wie es funktioniert, ne? Und zack. Okay, das war knapp, aber sie hat es geschafft. Und da sind ein paar Gratispilze. Bedeutet, dass wir demnächst mit Dings das zu tun haben werden. Mit Bären, für die wir Gift brauchen. Erstaunlich, wie sie auf den Dingern landet. Geradezu übermenschlich. Okay, hier sind noch mehr Pilze, noch mehr Sprengzeug, können wir alles nicht benutzen. Dann horchen wir mal, ob sie was Neues zu sagen hat. Ich muss jetzt erstmal kurz durchatmen. Dieser Ort, Gitesh, Jacob, die Unsterblichen. Ich bin so lange, so schnell gerannt, dass ich noch gar nicht verarbeitet habe, dass das hier alles real ist. Ein Teil von mir glaubt es nicht. Aber ich weiß, dass Jacob die Wahrheit sagt. Was immer ihn erschuf, ist hier. Und ich werde es vor Trinity finden. Ich wünschte nur, Dad könnte diese Entdeckung miterleben. Okay. Ja, wir kaufen uns weitere Upgrades, einfach nur um Teile zu verbrauchen. Zum Beispiel diese Teile. Und diese Teile. Und eben, weil es Erfolge geben kann, wie ich herausgefunden habe. Hier Schrottflinte benutzen war dauernd. So oft, dass es mir absolut wichtig ist zu wissen, was dieses Upgrade jetzt eigentlich gemacht hat. So, und weiter geht. Nicht die Schrottflinte. So. Und schon ist die Kleidung wieder nass. Oh, und da hinten leuchtet's. Erstaunlich, dass diese Geheimverstecke tatsächlich geheim bleiben, so wie sie rumblinken. Okay, dreimal Holz. Ich hab... Ja, okay. Ich wusste gerade nicht, ob das Krähen jetzt von vom Spiel kommt oder von draußen. Faszinierend. Jacob, ich gehe jetzt rein. Was werde ich dort unten finden?
Nur was du mit dir bringst. Seitdem mein Volk den Weg vor Jahrhunderten versiegelt hat, war niemand mehr dort. Aber es sollte sicher sein. Zumindest bis sie das Orrery erreichen. Das was? Gehört es zum Observatorium? Ja. Meine Astronomen haben es erbaut, bevor die Unsterblichen die alte Stadt begruben. Sie müssen mit seiner Hilfe den Eingang nach Kitesh öffnen. Okay. Ich weiß nicht, was das für ein Wort ist. Orrery. Hab ich noch nie gehört. Kann ich ein Schild mitnehmen? Kann ich bestimmt gebrauchen, falls die Unsterblichen wieder Bögen benutzen. Auf diesen Gebieten, die atmosphärisch sein sollen, auf diesen Wegen, die atmosphärisch sein sollen, verstecken sie immer weniger Zeug, damit man eben nicht dauernd Pause macht, um nachzugucken. Ich mach's trotzdem, weil ich nichts verpassen möchte. Aber damit verpasse ich dann eben die Atmosphäre. Lara, springen. Oh Gott, nicht zu doll. Und hopp. Und hopp. Und... Ne, du solltest eigentlich loslassen, Lara. Lara, lass los. Ich drücke Steuerung. Steuerung ist doch die Taste zum Loslassen, ne? Aber sie klettert lieber hoch. Okay, ich springe jetzt einfach. So. Das ist unglaublich. Okay, das ist merkwürdig. Mal sehen, wie das funktioniert. Ich meine, wir haben hier einen Haufen Planeten, die aussehen wie Erden. Also das da kann man ziehen und es ist offenbar tatsächlich darauf ausgelegt, dass man es mit einem Bogen zieht. Hm. Aber das funktioniert so nicht. Okay. Was haben wir denn? Sieht aus, als könnte ich das an seinen Platz ziehen. Theoretisch, ja. Praktisch. Ah, okay, ich stand einfach nicht ganz richtig. Und hopp. Oh Gott. Tschüssi. Oh, jetzt habe ich es auch noch kaputt gemacht. Nicht nur, dass ich gestorben bin, ich mache auch noch das Zeug hier kaputt. Okay. Noch einmal. Und wenn es wieder nicht klappt, dann werde ich wahrscheinlich nicht darüber laufen müssen. Und. Ah, es klappt. So, was ist das nächste? Okay, hier können wir hochklettern, theoretisch. Und hopp. Hoppala. Ich muss das in die richtige Position bringen. Ja. Ich schätze, das werde ich dann von da unten machen müssen. Top. Ich zieh mal noch mal dran. So, dann bringe ich nämlich den Haken dort hinten hin. Ja, und da muss ich hier zweimal wahrscheinlich dran ziehen, damit die Platte auf der anderen Seite ist. Immer schön. Oh ja. Ich sollte mich auch irgendwo hinstellen, wo ich tatsächlich in die richtige Richtung ziehen kann, ne? So. Okay, das sollte hinhauen. Ein klares Indiz dafür ist die Erfolgsmusik, die ich eben spielte. Also, Musik ist vielleicht zu viel gesagt, aber der Erfolgsklang, der ertönte.
So, und von hier sollte ich ohne Probleme rüberhopsen können, ne? Und hopp. So. Kein Problem. Es ist versperrt. Ich muss nur den Mechanismus lösen. Ja, kommt ja noch. So. Interagieren. Okay, das hat geklappt. Lass los, Lara. Warum lässt sie nicht los? Ich drücke Steuerung und sie lässt nicht los. Ich drück. Okay, das ist langsam nervig. Loslassen sollte eigentlich Steuerung sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich kann doch nicht einfach die Steuerung mittendrin vergessen haben, oder? Tastenzuweisung. Hier haben wir nichts zum Loslassen. Steuerung ist zum Gehen. Nahkampf F, Überlebensinstinkte Q, E zum Interagieren, C zum Feinlassen und Ausweichen. Oh! Ich habe den Computer gewechselt. Das habe ich ein klein wenig vergessen. Jetzt funktioniert's. Okay. Gut, kann ich hier einfach rüberhopsen? Ah ja, da ist ein Haken. Auf der anderen Seite ist noch ein Schloss. Ja, dann werden wir uns darum mal kümmern. Liegt hier noch was rum? Da hinten geht es auf jeden Fall lang. Ah, ein Wandgemälde. Das schauen wir uns besser mal an. Die Mongolen zerstörten alles und die Stadt versank unter dem Eis. Ja, aber das waren ja nicht die Mongolen, die das alles kaputt gemacht haben. Das erweckt einen falschen Eindruck. Das waren Jacobs Leute, hat er uns selbst verraten. Jacobs Volk war seiner Zeit voraus. Das war nicht gut. Au. Okay, wir warten ab, bis es an der richtigen Position ist, ne? Ach Gott, bleibt das jetzt die ganze Zeit in Bewegung? Dann muss ich den richtigen Moment kriegen, um zu springen. Also ich brauche einen Haken oder so ein Kletterdings, um rüberzukommen. Wahrscheinlich eher einen Haken. Da hinten kommt einer. Da muss ich im richtigen Moment einhaken. Und jetzt. Au. Und wieder alles kaputt gemacht. Okay, kann ich jetzt einfach direkt rüber? Oh Gott. Au. Okay, versuchen wir es nochmal, aber diesmal in einem anderen Winkel. Ah, okay. Gar kein Problem. Top. Das sieht in den Abenteuerfilmen immer so viel einfacher aus. Weil die nicht nachdenken müssen. Nein! Oh, doch. Haha. Geduld, Lara. Ja, und jetzt. Jetzt. Toll. Nach dem Jetzt haben sie Zeitlupe eingeschaltet, aber da war ich schon unterwegs. Toll. Sie sagt einem also auch tatsächlich an, wann es losgeht, ja?
Tschüss, Lara. Sind wir immer noch in der Zeitlupe? Braucht das deswegen gerade so lange? Und hopp. Wo kommt denn... Da sind die Platten. Oh nee, da sind sie. Und hopp. Und hopp. War wieder knapper, als es sein sollte. Geduld, Lara. Und jetzt. Top. Moment, ist das jetzt das, wo ich vorher drauf war? Nee. Okay, ich bin tatsächlich weitergekommen. Nein. Verdammt. Au. Okay, ich lebe noch. Das ist gut. Immer ein Vorteil. Immer eine vorteilhafte Position. Okay, beim nächsten Mal gucke ich mir das genauer an, bevor ich springe. Ist ein zu weiter Weg, um es einfach so zu probieren. Und hopp. Und das war zu langsam. Immerhin den Sprung kriege ich gut hin. Man kommt hier eigentlich recht schnell durch, wenn man es optimal hinkriegt, aber ich krieg's nicht optimal hin. Nein! War ich da jetzt zu schnell? Oder war ich zu langsam? Ich bin nicht sicher. Okay. Wir arbeiten einfach mal mit Geduld, okay? Ich finde schön, dass hier auch noch die Sternchen lang fliegen oben. Und, oh, das war wieder knapper, als es sein sollte. Jetzt warten wir, bis er jetzt sagt. Jetzt. Und hopp. Okay, bis hierhin war einfach. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auf das dort drauf muss. Und das war nicht so gut. Au. Oh, ne. Wir warten noch kurz. Und hopp. Und jetzt. Diesmal hat sie nicht jetzt angesagt. Was so? Hey, sie hätte nur zugreifen müssen. Das war nicht meine Schuld. Ich weigere mich, meine Schuld dazu einzugestehen. Und hopp. Umdrehen und warten und warten und warten und springen und warten und warten und warten. Geduld, Lara. Ja, sag ich auch. Jetzt. Oh, oh, das war wieder knapper, als es sein sollte. Okay, wir sind wieder hier oben. Haha. Okay, wie geht's von hier aus weiter? Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Jetzt muss das Timing stimmen. Das Timing muss die ganze Zeit stimmen, ja. Und hopp. Gar kein Problem. Und hopp. Oh Gott. Überhaupt kein Problem. Und jetzt? Was mache ich mit dem Auge? Gar nichts.
da hinten noch irgendwo einen Weg, den man laufen kann? Das scheint nicht so. Oh cool, ein Büchlein. Normalerweise hat man die am Ende von Gräbern und nicht am Ende von Storytime. Bin ich aus Versehen in ein Grab reingelaufen? Ein Kodex über die fortschrittliche Bogenschusstechnik aus Byzanz. Klassische Ausbildung. Erhöht die Anzahl der Pfeile, die ohne Nachziehen aus dem Köcher schnell hintereinander abgefeuert werden können, auf 3. Ah. Also unsere neue Technik, alte Techniken, wurde nochmal verbessert. Moment, wir machen hier mal nicht weiter. Hier sollte es eben gerade gespeichert haben, also beende ich hier mal die Folge. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, lebt wohl, hinter's Kommentare und adios.